Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich habe es heute übernommen, über das Thema Vollgeld und digitales Zentralbankgeld zu sprechen. Und ich muss mit zwei, drei Begriffsbestimmungen beginnen, damit klar ist, worüber wir sprechen, damit wir nicht aneinander vorbeireden. Also zunächst Vollgeld, was heißt das? Vollgeld heißt vollgültiges Geld, juristisch gesprochen unbeschränktes gesetzliches Zahlungsmittel. Das ist Vollgeld. Das ist eine bestimmte Art von Geld. Und seit es Geld gibt, seit 2700 Jahren, ist die meiste Zeit Geld auch Vollgeld gewesen, ganz selbstverständlich. Erst mit der Erfindung modernen Geldes, frei erzeugten Geldes, ist das nicht mehr so selbstverständlich. Heute existiert Vollgeld immer noch. Eben in Form des Bargeldes der Zentralbank und in Form der jetzt schon wiederholt angeführten und auch erklärten Reserven der Guthaben der Banken bei der Zentralbank. Und man kann generell sagen, dass soweit eine Zentralbank eine staatliche Währungs- und Geldbehörde ist, wie das bei der Deutschen Bundesbank der Fall ist, in gewisser Weise auch bei der Europäischen Zentralbank als einer intergouvernementalen Einrichtung, kann man sagen, Vollgeld entspricht Zentralbankgeld, im Prinzip auch Geld vom Finanzministerium, aber das existiert heute nur noch in Form von Münzen, die praktisch keine Rolle mehr spielen. Und das entspricht wiederum dem, was als Geldbasis oder als Basisgeld bezeichnet wird. Das sind verschiedene Ausdrücke, Termini, die auf ein gleiches Denotat hinauslaufen. Alle anderen Arten von Geld, die es gibt, sind kein Vollgeld. Und diese anderen Arten habe ich hier mal aufgelistet auf der rechten Seite. Also das ist auf Anhieb schon nicht mehr übersichtlich. Es existieren heute tatsächlich existieren sehr viele verschiedene Formen von Geld inzwischen. Nicht? Und Vollgeld bezieht sich nur auf die obere Rubrik. Also Münzen, Noten, also Zentralbanknoten, die Reserven und künftig eben auch oder heute schon teilweise realisiert in Anfängen das digitale Zentralbankgeld, zu dem man genauso gut digitales Vollgeld sagen kann. Das können Sie sich aussuchen, wie Sie es bezeichnen wollen. Wenn Sie sagen digitales Zentralbankgeld, versteht jeder. Wenn Sie sagen digitales Vollgeld, müssen Sie erstmal lange erklären. Also unter uns braucht man es dann nicht mehr so lange zu erklären. Nun, darüber hinaus haben wir die bis heute sogenannten Geldersatzmittel, also die Geldsurrogate, aber das Giralgeld der Banken ist eigentlich kein Geldersatzmittel mehr. Es hat geradezu parastaatlichen Charakter inzwischen schon angenommen. Jedenfalls ist das Geld zweiter Ebene in dem Sinne, dass hier ein Emittent ein Geld herausgibt, das sich selbst in der Refinanzierung voll oder teilweise auf ein anderes Geld bezieht, in dem Falle eben auf Zentralbankgeld. Und das bezieht sich auch auf das sogenannte E-Cash der Banken und es bezieht sich dann auch auf, was gleich als synthetisches Vollgeld dargestellt wird. Wir haben dann darüber hinaus heute eine ganze Gruppe neuer Geldersatzmittel, angefangen bei den Geldmarktfondsanteilen, die zum Beispiel in den Vereinigten Staaten das 2,5-fache der Geldmenge in 1 betragen. Das ist also nicht irgendwie klein Geld, das ist eine gewaltige Geldmenge. Auf der dritten Ebene, das heißt, diese Gelder, die haben als die Basis, auf die die sich beziehen, das ist Giralgeld der Banken. Und das sind insofern also sind Gelder dritter Stufe, kann man sagen. Das bezieht sich auch auf alle Arten von E-Geld, elektronisches Geld im Sinne der europäischen Gesetzgebung. Es bezieht sich auf Kryptowährungen, die als sogenannte Stablecoins aufgelegt werden bzw. emittiert werden. Das heißt 1:1 in der Regel gegen Giralgeld. Es bezieht sich auch auf die Komplementärwährungen, die in der Regel gemeinnützig gedachten Komplementärwährungen, sofern sie 1:1 wegen vorhandenes anderes Geld herausgegeben werden. Dann haben wir eine vierte Gruppe, das ist aber keine vierte Ebene, sondern die muss man verstehen als direkte Konkurrenten der
Basisebene, insofern sind die Geldhoheit direkt herausfordernd. Das betrifft alle ungedeckten, also alle Kryptowährungen, alle privat emittierten Kryptowährungen, die nicht gedeckt sind mit einem anderen Geldwert oder einem anderen Vermögenswert. Das betrifft im Grunde genommen auch Komplementärwährungen, die nicht gedeckt herausgegeben werden, die aber aufgrund ihrer de facto doch sehr geringen Menge, also hier nicht weiter in Betracht gezogen werden. Warum sage ich das alles? Weil es gibt in der Diskussion immer wieder Missverständnisse derart, also dass Vollgeld steht für eine bestimmte Art von Geldreform. Vollgeld ist eine bestimmte Art Vorstellung von Geldsystem. Und ich will hier herausstellen, Vollgeld ist erstmal ein bestimmter Typus von Geld. Es ist eine Geldform. Es ist noch als Geldform, als Geldart noch kein Geldsystem und auch impliziert noch keine bestimmte einzelne Art der Geldreform. Aber natürlich ist es so, unser Verein Monetative ist ja auch im Sinne einer Vollgeldreform angetreten. Man kann schon sagen, ein Vollgeldsystem bestünde, wenn wir ein System hätten, in dem Vollgeld die dominante und systembestimmende Art von Geld ist, so wie heute das Giralgeld der Banken das dominante Geld und das systembestimmende Geld geworden ist. Inzwischen, Manuel hat das schön aufgezeigt, wir haben schon eine längere Entwicklung inzwischen hinter uns und es hat sich also herausgestellt, es gibt grundlegend eben zwei Arten, eine Vollgeldstrategie zu verfolgen. Das ist einmal sozusagen eine große Vollgeldreform, um das mal so zu bezeichnen, die komplette Umstellung von Bankengeld auf Zentralbankgeld quasi über Nacht. Das ist, was bei der Schweizer Vollgeldabstimmung de facto implizit zur Abstimmung stand. Und wie gesagt, also 25% haben dafür gestimmt, 3/4 haben dagegen gestimmt. Aber noch wichtiger als Erfahrung, die Zeit war dafür oder ist dafür nicht reif und es besteht auch international, zumindest in der westlichen Welt, es besteht dafür unter Meinungsträgern, Experten und in der Politik, man kann dafür im Moment oder unabsichtlich lange Zeit keine Mehrheit gewinnen. Was sich stattdessen anbietet, ist eben die schrittweise Einführung von Zentralbankgeld. Man spricht jetzt inzwischen seit ein paar Monaten immer öfter auch vom digitalen Euro. Nicht? Zunächst parallel zum weiterbestehenden Giralgeld der Banken. Und das ist eigentlich überhaupt nicht mehr eine spezielle Idee einer Vollgeldreformorganisation, sondern das ist, was de facto schon auf die Schiene gesetzt wird. Das ist bereits unterwegs. Und es ist eigentlich, man kann nicht mehr viel gewinnen, wenn man drauf wettet, weil es ist klar, dass das kommt. Und das ist sozusagen der Punkt. Was ich jetzt noch definieren muss, ist, was heißt eigentlich digitales Geld? Weil das wird gern benutzt, aber es versteht nicht jeder dasselbe drunter. Bis vor ein paar, zwei, drei, vier, fünf Jahren hat man noch eher auch von elektronischem Geld gesprochen. Jetzt reden alle nur noch von digitalem Geld. Und dazu möchte ich Folgendes sagen, also digitales Geld ist jedes Geldzeichen, das Währungseinheiten in Form binärer Zahlen darstellt. Das sind Digits. Und diese Währungseinheiten werden elektronisch verarbeitet, also die Digits werden elektronisch verarbeitet. Das ist digitales Geld. Und so gesehen existiert heute digitales Geld bereits eben in zwei Grundformen. Einmal als Kontoguthaben bei Zentralbanken und Banken, kurz gesagt Kontogeld, nicht? Oder eben es existiert als das neue Kryptogeld, das kryptografische Geld, das mit dem Bitcoin aufgekommen ist. Inzwischen gibt es, glaube ich, nicht mehr nur zwei, sondern schon gegen 2.500 bis 3.000 verschiedene Emittenten von Kryptowährungen, die alle groß rauskommen wollen. Das sind also kryptografisch kodierte Währungseinheiten in einem technisch gesehen, in einem parallel mehrfach geführten, also einem dezentral verteilten Kontenbuch.
Und wenn dabei einzelne Vorgänge, die werden sequenziell abgearbeitet und dann zu Blocks abgeschlossen und dadurch entsteht die berühmte Blockchain. Also einfach im Unterschied zur herkömmlichen Kontenführung eine technisch vollkommen neue Art, das zu handhaben. Das ist hinterher, das ist das Kryptogeld oder man sagt neudeutsch auch Krypto-Tokens oder Krypto-Coins. So, ne? Ja, nun die Frage ist, warum ist das eigentlich alles ein Thema geworden? Man muss es schnell machen. Also das Thema ist geworden, weil das bestehende Geldsystem ist ganz offensichtlich an bestimmte Grenzen gestoßen. Eine Überschießensdynamik in dem bestehenden Geldsystem, das aus dem System selbst heraus nicht gelöst werden kann. Die Geldschöpfung, denken Sie an die lange Liste von verschiedenen Geldarten, ist ziemlich unübersichtlich geworden, ist aus dem Ruder gelaufen, hat niemand mehr unter Kontrolle. Und eben auch, weil sich etwas Neues bahnbricht, nämlich die Digitalisierung des Geldes, die bereits begonnen hat. Jetzt habe ich auch einen falschen Knopf gedrückt. Ja, jetzt möchte ich mal die ganze Sache in einen historischen Kontext stellen. Und dazu zeige ich Ihnen zunächst ein Bild, das etliche von Ihnen auch schon kennen. Was Sie hier sehen, ist der Aufstieg des Chiralgeldes zum dominanten Geld. Das fing vor, sagen wir mal, gut 150 Jahren an. Hier gezeigt ein Zeitraum von gut 100 Jahren, ist eine Schweizer Zeitreihe, war leicht verfügbar. Aber die sieht strukturell nicht gleich aus, aber so ähnlich wie in allen fortgeschrittenen Industrieländern. Und die Generalrichtung ist absolut dieselbe. Es beginnt damit, dass also praktisch in den 1870er, 80er Jahren war das Chiralgeld der Banken, das lag bei 20, 30, in England vielleicht 35% der gesamten Geldmenge und ist dann durch verschiedene historische Stufen, insbesondere dann aber eben seit den 1970er Jahren endgültig zum dominanten Geld aufgestiegen, das heute bereits, hier sind es 90%, in Wirklichkeit sind es inzwischen 95-97% der gesamten öffentlichen Geldmenge darstellt. Was Sie hier sehen, ist kein anderes Bild, sondern dasselbe Bild, nur umgedreht. Und es macht augenfällig den Niedergang des Zentralbankgeldes. Das ist die Kehrseite dieser Medaille. Mit dem Aufstieg des Bankengeldes ist der Anteil des Zentralbankgeldes, der geht buchstäblich gegen Null. In Schweden oder Kanada hat es das schon erreicht. Und das ist also, was Sie hier sehen, ist der Rückgang des Bargeldes. Derselbe Vorgang hat natürlich stattgefunden mit dem relativen Rückgang der sogenannten Reserven. Also die Reserven, die liquiden, frei verfügbaren Reserven, die Banken notwendigerweise brauchen, um den Chiralgeldkreislauf zu unterhalten. Der ist heute verschwindend gering bei den großen Megabanken. Trägt der 0, noch etwas Prozent und bei anderen Banken vielleicht 1, 2, 3 Prozent, aber mehr sind es nicht. Während vor 100 Jahren waren das noch 10 bis 20 Prozent. Das ist also auch ein gewaltiger Rückgang, der da stattgefunden hat und eben wird heute vom Chiralgeld dominiert. Nun habe ich festgestellt, dass dieses Charakteristische, dieses Aufsteigen und an eine Grenze kommen und dann auch im Gegenbild der Rückgang oder der völlige Abstieg eines anderen Geldes, das ist ja eine wechselnde Zusammensetzung in der im Geldangebot und das ist so charakteristisch. Also mich hat dieses Auf und Ab so an den Gezeitenwechsel erinnert, als Bild. Der Tidenwechsel, nicht, das geht rauf und dann erreicht eine Grenze, dann geht es wieder zurück. Das ist ein Bild. Nicht mehr als ein Bild. Nicht? Also im wirklichen Leben muss ein Geld, ein Zahlungsmittel, das mal dominant gewesen ist, muss nicht völlig verschwinden. Es kann einfach in den Hintergrund treten, relativ zurückgehen. Entscheidend ist eigentlich der Aufstieg eines neuen Zahlungsmittels zum dominanten Geld. Das hat es schon mehrfach gegeben. Hier sehen Sie insgesamt vier solcher Dinger. Müssen Sie nicht auf die Schnelle lesen, ich gehe gleich im Einzelnen drauf ein. Zuerst möchte ich erklären, warum geschieht das? Wieso kommt es zu diesen charakteristischen Tidenwechseln in der Zusammensetzung des Geldangebots? Und nach meinem jetzigen
kann man sagen, Erkenntnisstand, geschieht das immer dann, wenn das bisher dominante Geld bestimmte Mängel aufweist oder Probleme bereitet, die im Rahmen dieses bestehenden Systems nicht gelöst werden können. Und dann ein neuer Geldtypus auftritt, der eine Problemlösung in Aussicht stellt, wenn nicht vollständig, so doch zumindest teilweise, und gleichzeitig einhergeht mit geringeren Kosten der Bereitstellung des Geldes, also einem erhöhten auch Geldschöpfungsgewinn, mit einer vereinfachten Handhabung des Geldes, also insgesamt einer erhöhten Effizienz und auch damit Wirtschaftlichkeit des Zahlungsverkehrs. Und der erste solche Tidenwechsel, das hatten wir von 1660 angefangen, also mehr dann in den 70er, 80er, 90er Jahren, das war der Aufstieg des Papiergeldes, des unregulierten Papiergeldes und dabei damit eben einhergehend ein relativer Rückgang in der Bedeutung der staatlichen Münzen. Warum hat der Staat gefunden, das Problem der Silber- und Goldmünzen, das Bronzemünzen auch ist einfach, es war ein chronischer Mangel daran. Also eine natürliche Begrenzung, dann hat man mal neue Depots gefunden, aber das Grundproblem war über die Jahrhunderte hinweg, es war immer zu wenig Geld da. Dazu kam eine Geldhortung, also war ja wertvoll, die Leute haben das Geld, also die es überhaupt hatten, haben Silber und Gold gehortet. Und damit war die verfügbare Geldmenge noch geringer, als sie eh schon war. Und eine Reaktion darauf wiederum war eine chronisch immer wieder stattfindende Münzverschlechterung, indem man also den zum gleichen Nennwert neue Münzen rausgegeben hat, mit weniger Substanz an Silber. Ein fortwährendes Problem kann ich nicht weiter im Einzelnen erläutern. Das ging bis in den 30-jährigen Krieg hinein oder gerade dort wieder ganz besonders. Und was war die Neuerung darauf? Die Antwort war Papiergeld. Weil Papiergeld kann man in jeder Menge erzeugen, nicht schnell und einfach. Papiergeld zu erzeugen und damit ist das Problem des chronischen Geldmangels, des absoluten Geldmangels ist dadurch gelöst. Und auch der Zahlungsverkehr mit Papiergeld ist bequemer, eben als wenn man hier die Beute am Gürtel mit sich führen muss. Nun, der nächste solche Wechsel war dann der Aufstieg der gesetzlichen Zentralbanknoten und der Zentralbankreserven. Und damit verbunden damals der absolut gewollte und auch durchgeführte absolute Niedergang des unregulierten Papiergeldes. Was war das Problem? Naja, sehr einfach. Man ist von einem Extrem ins andere gepurzelt. Das war der totale Geldmangel und Papiergeld ließ sich so leicht abstellen. Also es wurde immer wieder von den verschiedenen Emittenten, die konnten der Versuchung nicht widerstehen, eben zu viel Papiergeld herauszugeben. Das waren zum Teil waren das private Häuser, private Banken, zum Teil aber waren das fürstliche, also Unternehmen mit fürstlicher, mit dem fürstlichen Segen. Die Fürsten waren privat teilweise auch an diesen Geschäften immer wieder beteiligt, haben aber immer wieder Pleite gemacht, also es kam immer wieder zu Papiergeldentwertung. Und die Antwort darauf wiederum war dann ab den 1840er, 50er Jahren, 30er Jahren, die Einführung des Zentralbankmonopols auf Banknoten als gesetzliche Zahlungsmittel, so wie wir das heute noch haben. Und das war allerdings verbunden mit einer Mengenbegrenzung, mit einer neuerlichen Mengenbegrenzung durch den damals eingeführten Goldstandard oder den wiederhergestellten Goldstandard. Und dadurch entstand eben eine allgemeine Akzeptanz, das habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Ein Grundmangel der unregulierten Banknoten war einfach die mangelnde Akzeptanz. Man wusste nie, wird das Geld angenommen oder nicht. Manche haben es genommen, wenn sie die anderen, die Emittenten kannten, andere haben es geweigert. Und mit einem Geld, das nicht universell akzeptiert wird, kann man nicht einen national integrierten Markt aufbauen. Und das war aber natürlich das Thema aus dem 18. Jahrhundert heraus, im 19. Jahrhundert national integrierte Wirtschaften und Märkte zu schaffen. Ne? Das kann man nicht mit unreguliertem Papiergeld, konnte man das nicht. Ja, und die letzte, die, wo ich Ihnen das Bild gezeigt habe, das war nun etwa seit um 1900, also schon 1870, 1890er bis in die frühen 2000er Jahre, der Aufstieg des Bankengeldes.
zum dominanten Geld und der gezeigte Niedergang des Zentralbankgeldes. Was war das Problem? Also die Zentralbanknoten waren überhaupt kein Problem. Die haben wunderbar funktioniert, die funktionieren im Prinzip bis heute wunderbar, aber wir sind überholt worden von der technischen Entwicklung, einfach mit der Entwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Und das Problem dieses Regimes, das man im 19. Jahrhundert einführte, war der Goldstandard. Weil der Goldstandard war eine sich im Endeffekt kontraproduktiv auswirkende künstliche Begrenzung der möglichen Geldmenge in einem expansiven Umfeld von sehr starkem Bevölkerungswachstum, internationalen Handel und auf der Geldmengenentwicklung war immer der Deckel drauf. Und das hat also nicht funktioniert und die Folge war, dass man den Goldstandard immer wieder verbessert hat, aber dann ihn wieder eingeführt hat und dass man ihn teilweise sogar suspendiert hat und dann gab es wieder überschießende Geldschöpfung, dann hat man den Deckel wieder drauf gemacht und das war also ein ungutes Hin und Her aus dem 19. Jahrhundert heraus. Und die allgemeine Antwort der im Geld- und Finanzwesen aktiven, insbesondere der Banken, das war ganz einfach die Ausdehnung einer Praxis, die schon aus dem Mittelalter stammt, nämlich die Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten über Bankkonten, über Girokonten. Das wurde praktisch dann vor allen Dingen ab Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts schon immer mehr ausgeweitet und es entwickelte sich daraus, was wir heute haben, unser Giralgeld, das Giralgeld der Banken, nicht? Und das Giralgeld-Regime, das wir heute haben, das ist aufgrund dessen eben entstanden. Probleme habe ich kurz angedeutet, kann ich jetzt nicht leider darauf eingehen. Und was jetzt kommt, das ist die Frage und ich denke, es beginnt oder wir sind bereits im Begriff einzutreten in einen neuerlichen solchen monetären Tidenwechsel und das wird sein, der beginnende Rückgang des Bankengeldes. Also das geschieht nicht morgen oder übers Jahr. Also Sie sehen, man muss hier schon im Ablauf von Jahrzehnten denken, aber der beginnende Rückgang wird einsetzen oder hat schon eingesetzt. Und was wir stattdessen haben, ist eben der Ausstieg des digitalen Zentralbankgeldes. Also die technische Neuerung die ist schon da, eben die Digitalisierung des Geldes, die neuerliche Aussicht auf Effizienzsteigerungen, die Stichwort schnelleres Geld, billigeres Geld, auch technisch noch sichereres Geld, einfachere Handhabung des Geldes wird auch versprochen. Ich bin mir da persönlich noch nicht so ganz sicher mit den vielen Sicherheitsgeschichten im Internet. Also, bequem ist das nicht immer, da habe ich lieber ein paar Groschen im Sack. Also, je nachdem. Naja, andererseits, es ist auch gut, wenn man mit einer Karte oder mit dem Handy wohin geht und das einfach hinhält, mache ich auch. Das ist dann schon prima, also rein praktisch meine ich so. Ja. Eine kurze Frage, die ich ansprechen möchte. Warum bin ich so davon überzeugt, dass die Zukunft digitales Zentralbankgeld sein wird und nicht digitales Privatgeld von wem auch immer? Können ja auch die Banken anfangen, ihr eigenes Digitalwährung herauszugeben oder sonst ein Stichwort, wir haben ja bald 3000, die es versuchen, ihr digitales Geld. Gerade aufgrund historischer Betrachtungen vieler Episoden in der Geldgeschichte denke ich, dass rein privates Geld kann nicht überleben. Rein privates Geld hat immer ein Akzeptanzproblem. Nicht? So. Und das ist ein Grundproblem. Und jeder Akteur und jedes Geld kann früher oder später in irgendeine Krise geraten. Nicht mal aus eigenem Verschulden, sondern weil die Umstände eben so sind. Und dann geht die Währung in Eimer. Und Währungen, die eine Chance haben zu überleben, sind Währungen, die staatlich gestützt werden. Und auch das heute vorhandene Bankengeld wäre nach meiner Überzeugung spätestens in den 1930er Jahren verschwunden, hätte man nicht damals konsequent angefangen, das eigentlich private Geld von staatlicher Seite massiv zu stützen, durch Einführung von Depositensicherung, nicht nur durch die Eigenverantwortung der Banken, sondern auf gesetzlicher Grundlage, sondern auch durch die Staaten selbst. Die Regierungen in verschiedensten Ländern garantieren Bankguthaben bis zu einer ziemlich hohen Größe.
wenn nicht eingeführt worden wäre, die Rolle der Zentralbanken als sogenannten Lenders of Last Resort, also die Refinanzierer der Banken, immer wenn die Banken das benötigen, ist eine Funktion, die sich sehr massiv ausgedehnt hat heute, nicht? Sie kennen inzwischen sprichwörtlich geworden, whatever it takes. Die Zentralbank refinanziert die Banken, whatever it takes. So kein Zweifel daran sein. Also es gibt eine sehr weitreichende staatliche Gewährleistung des Chiralgelds der Banken und nur deshalb existiert es noch, sonst wäre es schon untergegangen. Es wäre in seinen eigenen Krisen praktisch untergegangen. Von daher aber ist auch das Chiralgeld selbst, kann man eigentlich, es ist zwar der Form nach immer noch ein privates Geld, aber eigentlich hat es parastaatlichen Charakter angenommen dadurch. Nicht? Also das ist die Situation, die wir haben. Ja, also der Aufstieg des digitalen Zentralbankgeldes, auch da, das hat Simon eben schon in seinen einleitenden Schaubildern gezeigt, das ist jetzt nichts anderes, was Sie hier sehen, sondern etwas ziemlich Ähnliches und nicht zugleiches, etwas anders dargestellt. Wir haben eben heute, das Zentralbankgeld kann die herkömmliche Form von Kontoguthaben annehmen und es kann eben dann und wird auch sehr wahrscheinlich die Form von kryptografischem Geld, von Kryptogeld annehmen. Und da haben wir eben, wie Simon gezeigt hat, eben jeweils die Möglichkeit eines direkten Weges und eines indirekten Weges. Der direkte Weg beim Zentralbankkontogeld ist nicht ein Zentralbankkonto für alle. Das wird auch immer wieder so gefordert. Das kommt auch immer wieder in die Diskussion, interessanterweise auch von manchen Zentralbankern selber. War auch die ursprüngliche Idee des E-Krone-Ansatzes der Schweden. Die sagten wir, ja, wir tun die Konto- und Zahlungsinfrastruktur der Zentralbank, tun wir fürs Publikum erweitern, beziehungsweise wir schaffen da eine ganz neue Infrastruktur, die aber mit der Zentralbankstruktur angedockt ist und dann hat jeder praktisch ein Zentralbankkonto. Das ist eine Möglichkeit, ich bin nicht sicher, ob das kommt, also aus verschiedenen Gründen. Es gibt aber auch den indirekten Weg, den wir eigentlich in der Geldreform schon immer angedacht hatten, das ist der indirekte Zugang des Publikums zu Zentralbankgeld, dadurch über Zahlungsdiensteleister. Nicht, denn die Zahlungsdiensteleister haben oder bekommen ein Zentralbankkonto und führen dort ein Sammelkonto für Kundentransaktionen. Und wer da ein Guthaben hat, dem gehört das auch. Also man hat einen Eigentumsanteil daran. Also das lässt sich auch machen. Nicht? Warum nicht? So. Und dann, was das Kryptogeld angeht, ist im Prinzip sehr analog, nur in technisch ganz anderer Form. Es gibt eben einmal die Direktausgabe von Zentralbank-Krypto-Tokens. Das ist analog wie Bargeld. Früher haben sie Banknoten ausgegeben, jetzt geben sie dann eben Krypto-Tokens aus, also die Zentralbank. Und es gibt auch hier wieder die indirekte Form der Herausgabe. Und eine bestimmte Form davon, die nennt man inzwischen synthetisches Zentralbankgeld. Ja? Und Synthetic CBDC. Und das ist eigentlich nach meinem Verständnis auch nichts anderes als eben indirektes Geld. Und zwar ist die Idee, dass es gibt heute schon eine größere Zahl oder eine gewisse Zahl von privaten Kryptowährungen, die Stablecoins genannt werden. Und stable deswegen, weil sie 1:1 unterlegt sind oder gedeckt sind mit einem anderen Geld. Diese privaten Stablecoins sind in der Regel unterlegt eben mit Chiralgeld der Banken bzw. mit damit erworbenen Wertpapieren. Und Synthetic CBDC oder synthetisches Vollgeld, das würde also bedeuten, es gibt ein Stablecoin, das vollständig mit Zentralbankgeld unterlegt ist. Das ist die Idee. Kann man auch machen, warum nicht? Eins ist sehr wichtig zu verstehen, das habe ich hier unten fett geschrieben. In jeder dieser mir im Moment denkbaren vier Formen ist im Unterschied zum herkömmlichen System eine wichtige Neuerung, dass die Zahlung direkt erfolgt vom Zahler zum Bezahlten. Es gibt da niemanden mehr dazwischen, keine Bank mehr, die als Zahlungsintermediär auftritt. Ja, heute müssen ja die Überweisung von Giroguthaben
erfolgt er, wie Manuel in seinem Einleitungsvortrag gezeigt hat, erfolgt er über den Interbanken, die Übertragung von Reserven wieder in der Interbankenintegration. Das würde hier völlig verschwinden. Sondern egal, ob es sich um Kontoguthaben handelt oder um Kryptoguthaben handelt, sie werden direkt überwiesen vom Zahler zum Bezahlten. Und das ist der entscheidende Unterschied. Es ist da keine Zwischenstufe mehr. Die Zahlungsdienste leisten, das können auch Banken sein, die wären, wie sollten wir mal ausdrücken, Systemoperateure. Oder eben Zahlungsdienste, ja, die führen Zahlungsdienste auch noch. Kontomanagement, alles prima, das was sie auch machen. Aber sie würden dabei nicht mehr selber in irgendeiner Art Geld erzeugen. Diese Variante mit dem synthetischen Geld, das finde ich, ich habe gemerkt, dass mir das dauernd im Kopf umgeht, weil mir aus irgendeinem Grund hat mir das gefallen. Und zwar deswegen, weil es wohl im Vergleich zu den anderen Varianten, es lässt sich heute relativ leicht oder relativ schnell implementieren, ließe sich. Und es hat nur ein Problem, und zwar, das steht hier in der letzten Zeile, einen möglichen Nachteil oder potenziellen Nachteil, nämlich eines späteren Rückfalls in das fraktionale Reservebanking. Also lässt sich schnell implementieren, aber wenn man in späteren Jahrzehnten die Probleme früherer Jahrzehnte vergessen hat, dann könnte man wieder sagen, naja, 1:1, das sei nicht so streng, machen wir mal 80:20. Genau, es muss ja auch nicht unbedingt reines Zentralbankgeld sein. Es können ja auch, also außer hochgerateten Staatsanleihen, auch nicht ganz so gut gerätete und so weiter. Sie verstehen, was ich meine. Das ist die Gefahr dieser Sache, sodass die drei vorgenannten Möglichkeiten sind vielleicht auf Dauer dort doch die Gescheiterung, aber wir wissen das nicht, was kommen wird. Es ist auch gar nicht gesagt, dass nur eine dieser Varianten kommt. Es können ja auch zwei, drei gleichzeitig kommen, auch international, und dann wird sich im Abgleich zeigen, was auf Dauer besser funktioniert, was sich durchsetzt auch im Publikum. Was ich nur noch anfügen wollte hier, Sie hören immer wieder mal aus China, nicht Alipay und WeChat, die beiden Internetgiganten Alibaba und von Tencent, die haben ja auch so eigene E-Gelder. Und hätte ich auch noch eine Rückfrage an Simon gerade, weil, also ich hatte, das war, gab vor 14 Tagen oder 3 Wochen eine Rede des bei der Zentralbank von China zuständigen Leiters der Abteilung für digitales Geld und Bezahlen. Und der sagte, also was wir machen wollen, also die Bank von China, was wir machen wollen ist, sie wollen, bisher seien diese E-Gelder von Alipay und WeChat, die seien praktisch mit Bankengeld unterlegt, und sie wollen das jetzt auf Zentralbankgeld umstellen. Bei dir hat es jetzt so geklungen, als sei das schon geschehen oder als sei der Prozess bereits unterwegs. Nichts da. Also das ist, es war keine Ankündigung dessen, was kommt, sondern es war eine Mitteilung dessen, was bereits unterwegs ist. So, also die machen das, nicht? Und ja, mal sehen, wohin das führt. So, ich muss dann allmählich aufhören, aber ich möchte noch eins sagen, wenn ich mir das, kriege ich noch 5 Minuten. Ja. Also die Umstellung dieser Prozess, also wenn wir jetzt schrittweise in welcher Form auch immer digitales Vollgeld einführen, parallel zum weiter bestehenden Bankengeld. Man soll sich bitte nicht vorstellen, dass das ein glatter, reibungsloser, freundlicher, netter, friedlicher Prozess sein wird. Ich halte alles für möglich, nur das nicht. Sondern das wird ein problematischer Prozess bleiben, es wird ein konfliktreicher Prozess bleiben, es wird ein Prozess mit Hauen und Stechen bleiben. Das muss man erwarten, ganz einfach, denn hier sind massive Interessen im Spiel. Und der Deutsche Bankenverband hat jetzt ein Papier herausgegeben, mit dem Thema, wir begrüßen die Zukunft des digitalen Zentralbankgeldes. Und es ist ganz wichtig, dass wir hier also eine staatliche Währungshoheit haben und so weiter. Aber
aber gleichzeitig auch die Mitteilung, also das Privileg der Banken, den Zugang zum Zentralbankgeld, das ist ein bedeutender Pfeiler der bestehenden Ordnung, und daran darf nicht gerüttelt werden. Also da fängt der Krach schon an. Ne? Also das, und wenn Sie sich jetzt eine Situation vorstellen, nehmen wir mal an, so, wir haben keine Krise. Das Publikum fühlt sich nicht unsicher in Geld- und Finanzangelegenheiten. Alles läuft prima, man ist zuversichtlich. Die Banken würden auch wieder einen gewissen Habenzins zahlen, auch Guthaben, die man bei den Banken hat. Und zum Beispiel das Zentralbankguthaben wäre vielleicht nicht zinstragend. Ja, und außerdem würden Zentralbank und Regierung weiterhin diese doch sehr starken Gewährleistungen des Bankengeldes aufrechterhalten. Welchen Grund hätte man dann, vom Chiralgeld zum digitalen Vollgeld zu wechseln? Eigentlich keinen besonderen. Also, es kommt also auf die Situation an und es kommt eben darauf an, wie dieses System ausgelegt wird. Und da wird es in den kommenden Jahren die größten Diskussionen, Kontroversen und Debatten geben über die Designprinzipien, wie digitales Zentralbankgeld ausgestaltet werden soll. Das kann ich jetzt nicht mehr diskutieren. Nur noch ganz kurz, das habe ich hier fett hervorgehoben. Von vornherein keine Beschränkung des Zugangs zu digitalen Vollgeld. Weil sehr ganz verschiedene Ansätze wollen da den Zugang von vornherein begrenzen. Würde auch bestimmte Probleme mit sich bringen oder Folgeprobleme, die man gar nicht haben würde wollen. Gut, ein weiteres Thema ist, was die Konvertierbarkeit angeht. Also ich würde plädieren, es muss eine unbeschränkte Konvertierbarkeit geben zwischen Bankengeld und digitalen Vollgeld, egal in welche Richtung. Aber es muss eine freie, unbeschränkte Konvertierbarkeit geben. Wenn es die nicht gäbe, werden damit auch wiederum bestimmte Folgeprobleme verbunden. Wenn es aber diese Konvertierbarkeit gäbe, dann wäre meines Erachtens auch das immer wieder viel zitierte Bankrun-Problem erledigt, weil da hätte niemand einen Grund für einen Bankrun. Wenn die Konvertierung garantiert ist, brauchen wir keine Sorgen zu machen. Das wäre überhaupt die Lösung des Bankrun-Problems. Ansonsten ist das ein Problem, das gerade im Zusammenhang dieser Diskussion in unmäßiger Weise in den Vordergrund geschoben wird, weil normalerweise ist kein Bankrun. Bankrun ist nur, wenn Krise ist. Nicht? Und sonst denkt keiner an Bankrun. Wir leben seit 300 Jahren mit Bankrun. Also von daher nicht so. Was war noch? Ja, also je mehr digitales Zentralbankgeld eingeführt wird, umso mehr kann man und sollte man auch daran denken, eben die staatliche Gewährleistung des Bankengelds allmählich zurückzunehmen. Ja, das wäre das. Und hier noch eine Anmerkung, was geschieht eigentlich mit dem ganzen neuen Geld zur Rückgabe dritter Stufe? Die sind ja zum Teil, haben einen massiven Umfang. Was macht man damit? Kann man die verbieten? Also ich glaube, das geht großen Tumult und großes Durcheinander. Das ist nicht so einfach, verbieten haut nicht hin. Und gerade was Kryptogeld angeht, haut verbieten sowieso nicht so einfach hin. Also auch grenzüberschreitend. Nicht? Also das sind so gewisse Probleme, ich würde sagen. Da gibt es verschiedene Punkte, die hier genannt sind, die eigentlich gewährleisten würden, dass man diese heutigen Gelder dritter Stufe durchaus anbinden kann, also dass man eine Kontrolle, eine Steuerungskontrolle darüber bekommen, erhalten kann, wenn bestimmte die hier genannten Kriterien erfüllt sind. Und das Allerwichtigste steht ganz am Anfang, es muss eine 1:1-Deckung, eine 100% Hinterlegung erhalten bleiben. Das ist ja auch ein E-Geld-Gesetz der Europäischen Union für das E-Geld so vorgegeben. Sie haben das de facto bei den Geldmarktfonds, wobei natürlich dann die Bonität der damit gekauften kurzlaufenden Wertpapiere, das ist nochmal ein anderes Thema. Also da müsste man in die Details gehen. Aber das ist das Entscheidende. Solange bei diesen Geldsurrogaten dritter Stufe eine 1:1 Unterlegung vorhanden ist, solange sehe ich es nicht als allzu gewaltiges Problem. So. Ja, abschließende Bemerkung. Ich denke, wenn man also diese Prinzipien nicht anwendet, dann wird diese Überschießungsdynamik des
vierreihiges Regimes, das wird erstmal andauern. Und dann wird es Debatten darüber geben, wer daran schuld ist. Das vierreihige Finanzwesen oder die Einführung, dann wird das also das digitale Folge der Störungsrecht hingestellt. Das geschieht jetzt schon. Also diese Konflikte, mit denen werden wir jetzt dann ab sofort immer wieder zu tun bekommen. Insgesamt denke ich, auch die Diskussion um die Libra fand ich eigentlich zum Teil erfreulich. Das war zum ersten Mal, seit ich mich erinnern kann, dass plötzlich weltweit, vor allen Dingen aber in Europa und Amerika, Politiker aufgestanden sind und gesagt haben, hey, halt mal, wir haben Monetary Sovereignty. Es gibt hier eine staatliche Währungs- und Geldhoheit. Okay, wenn wir sie nehmen, wenn jeder das und so weiter. Da darf ich hoffen. Ja, also da ist so ein bisschen die Tragikomödie, dass offenbar viele Repräsentanten unserer Gesellschaft der Meinung sind, dass das Giralgeld der Banken, also der Geldhoheit des Staates und der Zentralbank, unterliegt buchstäblich und von denen kontrolliert und gesteuert wird. Das ist eine Tragikomödie, insofern irgendwie das Bankengeld als souverän auftritt. Also Wissenschaft, was ich meine. Also jedenfalls ist es wirklich höchste Zeit, sich an die staatliche Geldhoheit zu erinnern und eben dieses digitale Zentralbankgeld in einer Weise einzuführen, dass eben tatsächlich die Chance besteht, dass es mit der Zeit zum dominanten und systembestimmenden Geld werden kann. Danke, das war's.